So, geht's auch gleich weiter hier. Ich meine, komm schon. So, 1 Kilometer in die Richtung. Das passt eigentlich. Nester mir ausgeräuchert. Das ist super. Ich muss unbedingt Zeug sammeln. Materialien und so ein Kram. Zedernsetzling. Schrott müsste ich eigentlich auch da haben. Nee, ich habe keinen Schrott. Wie, ich habe keinen Schrott? Warte mal, warte mal. Unvorbereitet, ohne Schrott mich... Na, Kleiner! Tja, ich würde sagen, blöd gelaufen. Da warst du wohl ein bisschen zu spät, Bubi. Ich meine, hier muss ja noch irgendwo Schrott rumliegen. Es kann doch nicht sein, dass hier nichts rumliegt. Ne, hier ist nichts. Vielleicht da drüben im Haus noch was, aber ich glaube nicht, dass da Schrott drin ist. Schrott ist meistens hier in diesen... Hier könnte Schrott drin sein. Beim letzten Auto dachte ich, da wäre Schrott drin, aber das war dann auch nur ein Dingsbums. Ein... Wie heißt's? Na. Schalldämpfer. Provisorischer. Hier könnte noch Muni drin sein, aber hier vorne ist nichts. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, was da alles drin ist. Vielleicht ist da auch Schrott drin. Ich vergesse den Timer zu starten. Ja, ja. Okay. Ist vollgeladen, das gefällt mir ganz gut. Repariere ich mal. Haben wir alles gemacht, aber wir haben keinen Zedernsetzling mehr. Okay, macht aber nichts. Wir werden hier bestimmt noch Schrott und so ein Kram kriegen. Guck mal, da liegt doch was. Wir müssen halt nur looten. Und ordentlich suchen. So, Lappen haben wir mehr als genug. Wir sind ja selbst so ein Lappen. Machete. Da gab es mal einen schönen Film. Kann ich nur empfehlen. Wer auf Trash bisschen... Naja, Trash würde ich... Keine Ahnung, was du dir jetzt angeguckt hast, Deacon, aber ist okay. Ah, okay. Irgendein Aufkleber. Kantholz. Scheißhaus. Das war mal ein Scheißhaus. Das ist jetzt ein Scheißhaus und kein Scheißhaus. Ich kenne den Unterschied. Ich habe keine Ahnung. So, ja. Ich bin immer noch auf der Suche nach Schrott. So ein bisschen. Aber nur so ein bisschen. Ich habe hier doch jemand gehört. Ich würde gerne auf die Suche nach der jungen Frau gehen, bevor die hier von den Dingsbums gefressen wird. Aber ich habe das Gefühl... Feuerwehraxt. Ja, hier liegt noch eine. Da hätte ich gar nicht so viel Schrott in meine reinstecken müssen. Gesetzlosendenkmal. Okay, Schrott ist gar nicht mal schlecht. Was haben wir denn überall hier noch? Ach so, ja, da kann man sich verstecken. Okay, okay, ich verstehe. War ich da nicht schon drin? Nee, ne? Nee, ne? So, beim letzten Mal bin ich auch wieder... Ja.
War mir klar. Shit, geht nicht auf. Da müssen wir hier rüber irgendwie wetten. Da ist doch bestimmt was. So. Mach's gut. Ich könnte mich hier verschanzen. Keine ganzen Jagd. Den ganzen Tag Jagd auf diese Viecher machen. Aus dem Fenster will ich jetzt nicht unbedingt springen, aber ich will da rein. Ich will da jetzt rein. Doch wie komme ich da hin? Vielleicht von außen. Über das Fenster. Aber ich weiß es nicht. Liegt kein Schlüssel rum, ne? Ich meine, es ist ein Hotel. Irgendwo wird da doch schon was rumfliegen. Aber die sieht alles nach nichts aus. Das war bestimmt mal ein abdeckbarer Hot Tub. Warte mal. Kann ich hier? Schafft der Deacon das? Nee, schafft er nicht. Schafft er nicht. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich da hochkomme. Hier. Und dann komme ich hier rein. Das wäre schön. Cool. Aber ich bin eigentlich mit der Armbrust sehr zufrieden. Spezialwaffe. Macht aber ein bisschen weniger Schaden, ne? Ist gerade eine Schlange? Nee, ne? So, machen wir mal auf hier. Zeug gefunden. Okay, Molotow. Nimm ich mit. Ansonsten gibt es hier nichts. Die Spezialwaffe würde ich auch gern mitnehmen, aber... Rohrbombe im Klo. Das ist super. Ich frag gar nicht erst. Hallo, Hundi. Ruhe! Obwohl, das Heulen hat mir gefallen. Schön. Aber ist halt so. Kann man nichts machen. So, jetzt müssen wir zu unserem Bike. Aber vorher müssen wir natürlich noch den Wolf looten. Ich meine, wir können ja nicht hier die Tiere schlachten und das Fleisch einfach liegen lassen. Wir sind ja keine wahllosen Mörder. Machen das ja nur zum Überleben. Fleisch. Jawohl. Wolfsfleisch. Das brauchen wir ja. So, ich würde sagen, wir haben eigentlich gut Stuff gemacht. Wie viel Schrott haben wir denn theoretisch? 10er, siehst du. Das ist doch schon mal super. So, ich glaube, diesen Part mache ich jetzt nicht ganz so lange. Was war das? Ich gucke auf der Karte nur noch Zedernsetzling erstmal. Für die mache ich jetzt noch einen Halt. Alles andere macht halt vorerst mal keinen Sinn, weil wir jetzt genug da haben. Ich weiß nur nicht, ja, mein Tank ist noch halbwegs voll. Ah, hier muss ich lang, okay.
hier war. Wäre das ein Falke? Hat sich cool angehört, aber es würde natürlich in die Gegend auch passen. So, nehmen wir doch gleich mal mit. Ich habe keine Ahnung, was ein Wüstenbaum ist. Och nee. Ah, oh, das typische Horizon Zero Dawn Feeling. Ich kann das Zeug einfach nicht liegen lassen. Das klappt nicht. Bei aller Liebe. Hier oben ist noch ein Setzling. Den will ich mitnehmen. Was ist denn da? Ich habe keine Ahnung, was die blauen Fragezeichen sollen. Na komm, ist egal. Ich kann hier, ich kann nicht ewig auf alles stehen bleiben, bei allem stehen bleiben und irgendwie alles angucken. Es reicht, wenn ich mein Stuff habe, wenn ich mein Zeug finde. Und wenn wir dann weitergehen. Ansonsten kommt. Ansonsten würde ich ja nie ankommen. Ich meine, komm schon, wie lange will ich das Spiel spielen? 200 Jahre? Ein Hirsch auf der Straße. Weißt du was? Früher wäre das eine schlechte Idee gewesen, aber ist es immer noch. Es ist immer noch. So, Mutti. Mach's gut. Das war eigentlich gar nicht schlecht. Vor allem, warum drei auf einmal? So, mach ich mich erstmal heile. Wenn das Fleisch noch gut ist, warum nicht? Wunderbar. Super. Boah, die Feuerwehr-Axt ist halt sehr stark. Das Problem ist allerdings auch, die frisst halt sehr viel Zeug. Also sehr viel Schrott. Ich meine, wir haben jetzt zwei Typen damit niedergeömmelt. Was passiert wohl, wenn ich zu dem... Da muss ich darüber. Ich darüber? Nee, komm, ich will jetzt mal mit der Story weitermachen. Ich, wie gesagt, ich kann nicht überall stehen bleiben. Hallo! Wie gefällt dir das? Tschüss! Hier soll ein Weg sein. Naja, ich bin vom Weg abgekommen. Hier ist noch ein Zedernsetzling. Die jagen hier. Okay, ich verstehe. Aber das Schöne ist, da könnten wir eigentlich... unser Stuff herkriegen.
Ja, die Frage ist jetzt allerdings, will ich jetzt hier den Wildhüter spielen oder will ich mit der Story weitermachen, damit wir auch mal weiterkommen? Ich persönlich habe mit beidem kein Problem. An sich gefällt mir das ganz gut. Es zieht sich dann natürlich in die Länge. Die Frage ist auch überhaupt, ob ich mir die Mühe machen sollte, den ganzen Scheiß hier nochmal auf YouTube hochzuladen. Weil ich da nämlich auch keinen Bock drauf habe. Da ist noch ein Setzling. Weil das kann ich halt auch für einen Stream machen. Oder im Stream. Weil es hat schon wirklich starke, wie gesagt, es erinnert mich alles wirklich an Horizon Zero Dawn und es macht halt auch Spaß. Ne? Es ist nicht so, als würde mich das Spiel gar nicht gefallen und so nach dem Motto, nö, ist jetzt wie Horizon Zero Dawn, ist langweilig, habe ich schon zweimal durchgespielt. Ganz im Gegenteil. Für die Leute, die halt damit nicht viel anfangen können, kann ich mir vorstellen, dass es ein Problem wird. Die Karte ist sehr verwirrend. Auf der einen Seite finde ich es ganz gut, dass die Minikarte unten rechts sich auf dem Bike vergrößert. Dann kann man nämlich ein bisschen besser planen, wenn man halt irgendwo hinfährt. Auf der anderen Seite allerdings gibt es da ein Problem. Es ist verwirrend, wenn ich da irgendwas finden will oder meine, ja, ich stehe jetzt direkt daneben, steig ab und dann muss ich dann noch einen halben Kilometer laufen. Gleich. Da will ich noch zu dem Setzling. Guck, jetzt ist er schon gar nicht mehr in meinem Bereich, obwohl der Minikartenbereich echt gering ist. Ich meine, komm schon. Wie voll. Das ist gut. Nehme ich gleich mit. Bei Horizon fand ich es auch ganz gut, dass wir uns ein bisschen ausrüsten konnten. Dass wir irgendwann mehr mitnehmen können und so ein Shit. Oh! Ja. Entschuldigung. Ich habe gedacht, das wäre eine Rampe und ich bin deswegen extra absichtlich lang gefahren, weil ich hier drüber springen wollte. Immer noch da. Wie viele Jahre es wohl dauern wird, bis alles verschwunden ist. Schönes Flüchtlingslager. Tja, draußen wärt ihr besser dran gewesen. Nero konnte euch vor gar nichts beschützen. Das ist jetzt die Frage, konnten sie das nicht oder wollten sie das nicht? Ich habe keine Ahnung. Wenn das jetzt so eine hässliche Organisation wie Umbrella ist, dann würde ich auch sagen, ja. Ich glaube eher nicht, dass sie das wollten. Und bei dem Film gab es zumindest ein ganz nettes Ende. Ja, ich habe mir die Dingsbums mal reingezogen. Die Resident Evil Filme. Man kann sagen, was man will. Manche sagen, sie sind schlecht. Sie haben nichts mit den Spielen zu tun. Und ja, da gebe ich denen recht. Das ist jetzt auch nicht unbedingt. Hallo, ich würde gerne. Voll? Okay. Ich will nochmal schnell speichern. So, ich lasse mein Bike jetzt mal hier stehen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Schrott ich verbraucht habe. Deswegen gucke ich mal. Oh, eine Machete. Ich will jetzt nicht Werbung für den Film machen, aber ich muss immer dran denken, wenn ich da irgendwas sehe. Hier ist Munition. Ja, man kann auf jeden Fall, um auf das Gesprächsthema von eben nochmal zurückzukommen, man kann sagen, was man will. Die Resident Evil Filme waren okay, aber ich sehe die ja auch eher als einzelne Filme und nicht irgendwie... ...als Spieleverfilmung. Weil die Spiele haben sie nur nicht wirklich getroffen. Muss ich...
gar nicht erst die Möglichkeit geben, zu reagieren oder Warn zu rufen. Okay, wie sieht's hier im Camp aus? Tja, das waren Zufluchtsorte. Wo Menschen Schutz gesucht haben vor langer, langer Weile. Nicht wirklich. Die Frage ist, vergesse ich hier nicht irgendwas? Ja, das Kerosin nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist nicht so häufig. Hier gibt es auch noch Stuff. Warte mal, ich will mal was gucken. Fertigkeiten. Wie viel habe ich denn? Ich habe 2 Fertigkeitspunkte. Belastbarkeit. Fernkampf, Überleben. Ich weiß gar nicht, was hier jetzt. Befreiungskünstler. Erledige kleine Gegner, nachdem du dich aus einem Kampf befreien konntest. Feldreparatur. Nahkampfwaffe mit Schrott zu reparieren. Verbessere die sofortige Erhöhung. Ausdauercocktails. Benutze ich jetzt alles nicht so wirklich. Harter Schläger. Erhöht den Schaden in dem hergestellten und gefundenen. Ja. Stille Nahkampf, eliminieren Ausdauer wieder her. Okay. Längere Kombos. Noch ein Spruch, Kieferbruch. Was habe ich denn hier? Konzentrierter Schuss. Ja, was bringt mir denn konzentrieren? Ziele in der Bewegung präziser. Ich probiere das mal. Drücke LT beim Zielen. Ja, mit RS. Um die Konzentration zu aktivieren. Das Ziel wird für einen Moment verlangsamt, sodass du präziser... Ah, okay, das ist cool. Überleben. Verlängert die Anzeige an Symbolen in der... Ja, das ist eigentlich nicht schlecht. Reichweite. Dieb in der Nacht. Erzeuge weniger Lärm, wenn du dich bewegst oder fallen lässt. Die Fähigkeit beim Sammeln, doppelt so viele Pflanzen zu verlangen. Oh, das ist auch nicht schlecht. Jawoll! Ah, okay, verstehe. Hier liegen noch Flaschen und so ein Kram. Die Frage ist... Da war doch irgendwo ein... War das jetzt nur für Dingsbums? Symbolik? Und so gedacht, oder war hier wirklich eine Schlange? Keine Lust, hier von der Schlange gebissen zu werden. Kann ich hier hoch? Den könnte ich jetzt umnommeln. Oh, verdammte Freaks. Nicht hier, verstanden? Ihr könnt fressen, wo ihr wollt, aber nicht hier. Dieses Camp gehört mir. Das ist meins. Verstanden? Okay. Ja, so ist gut. Alter. Was für euch? Deacon, Bro. Verschwindet aus meinem Camp. Komm mal runter, Mann. Ich meine, eine Sache persönlich nehmen ist eine Sache, aber das ist ja schon fanatisch.
Ich würde gerne die Chance noch mal ein bisschen erhöhen. Kann ich das jetzt schon kaputt machen? Weil ich habe nämlich keine Lust, wenn ich hier den Strom herstelle, dass die dann hier... Das finde ich schade und ein bisschen unrealistisch. Das muss ich einfach gestehen. Weil wenn ich hier den Strom einschalte oder so... Ich mag ja solche Schleichmissionen. So Infiltrierungssachen. Persönlich gefallen die mir ganz gut. Okay, Munition. Munition habe ich eigentlich mehr als genug, weil ich halt echt sparsam umgehe. Oben werden wahrscheinlich noch ein paar Viecher drin sein. Das Zelt müsste leer sein. Dann ist der Quadrant wahrscheinlich schon hinüber. Leer gefegt. Hier kann ich... Nee, das ist zu. Okay, dann muss ich halt hier lang. Okay, 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 ich verstehe. Hier liegt auch zur Not noch Kerosin rum. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Das gefällt mir. Aber ich muss erstmal ins Camp. Also es ist jetzt noch hier die Sache, die ich so finde. Verstehe. Das bedeutet, ich muss noch ins Camp rein. Wahrscheinlich hier durch dieses kaputte Ding. Und hier bin ich dann im richtigen Camp. Das habe ich mir schon fast gedacht. Wie viele von euch Scheißkerlen sind denn hier? Hä? 9, da oben steht's. Meine Güte. Na, da komme ich nicht hoch ran. So, Schrott habe ich da. Ich jetzt nicht gesehen. Was ist das jetzt? Wie viele? Alter Deacon, jetzt komm doch mal runter. Ich weiß, dass es was Spezielles für dich ist, etc., etc., aber... Schmort in der Hölle, verdammte Freaks! Yeah.
So, das kriegen wir doch alles locker hin. Das müsste der letzte sein. Das war der letzte. Bist du dir sicher? Ja, ne? Okay, lege Mauerpfeffer bei Sarahs Gedenkgrab. What the fuck? Ey, Süße. Ja, ich hab sie erledigt. Die machen dir keinen Ärger mehr. Oh, hey, ich bin's. Deacon, ich muss dir was sagen. Schon okay, es ist nur mein Arm. Du hast gesagt, wir sollten nicht zurückkommen. Ich hab nicht auf dich gehört. Ich meine, ich wusste, es wird schlimmer, aber... Keiner von uns wusste, dass das passieren würde. Nicht so schnell. Du verstehst das nicht. Was sollte ich denn machen, wenn ich dich verliere? Das ist meine Schuld. Hey, niemand verliert irgendwen. Ich hab's versprochen, weißt du. Deacon, warte! Sarah, komm schon. Da ist dein Kind. Warte. Hey. Hey, bist Scheiße. Du okay? Komm, wir finden deine Eltern, okay? Wir müssen wirklich los. Komm. No! Sie hatte ein Messer. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Wie schlimm ist es? Ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht so schlimm. Scheiße. Okay, halt das hier fest, drück es ganz fest drauf. Kannst du laufen? Ich glaube nicht, aber ich kann gehen. Okay, das reicht. Fast da. Vor zwei Stunden war hier alles voller Bullen. Ja, sie müssen evakuiert haben. Ja, 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 sie sind wohl geflohen. Ja, sieht nicht gut aus, das Messer hat man nie erwischt oder so. Sie wird septisch. Wie geht's, kleine Schwester? So dämlich, es war dieses Mädchen, dieses verdammte kleine Kind. Großes Messer. Hey, hilf mir. Na komm. Oh, na los. Scheiße. Noch ein Mob. Wir müssen weg, bevor sie hier durchkommen. Wir müssen aufs Dach einen von diesen Helis anwinken. Okay. Hier, vielleicht kannst du dich da ausruhen. Hey, langsam, langsam. Sie hat mich so sehr an meine Schwester erinnert, weißt du? Wir haben immer zusammen Verstecken gespielt. Sie hat immer den Kopf in den Mantel gesteckt, einfach so. Ich hatte schon Stichwunden, aber nicht solche. Sieht nicht gut aus. Scheiße. Sieh doch nur. Wir müssen hier weg. Können wir nicht lang. Okay. Komm. Na gut. Hey, Süßer, kannst du gehen? Okay. Rosa. Ja, ich hab sie. Für du uns hier raus. Verschwinde! Verschwinde! Ihr habt sie geteilt! Okay, ganz ruhig. Ich warte langsam. Was machen wir? Okay. Du lenkst ihn ab. Ich versuche mich vorbeizuschleichen. Okay. Nichts passiert, nichts passiert, GG. Ich pack das, geh! Scheiße! So? Hey, ich bin unbewaffnet! Ich bin unbewaffnet! Raus hier! Hören Sie zu! Meine Frau ist hier draußen, sie ist verletzt. Wir wollen nur aufs Dach! Verschwinden Sie! Helikopter. Wir haben sie getötet! Hören Sie, wir haben nur eine Frau getötet! Oh, nein, Moment. Ja. Ich weiß nichts davon, dass Ihre Frau getötet wurde. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid, aber wir haben nichts getan! Wir haben nichts getan! Jetzt gib mir die Waffe! Gib mir die Waffe! Verdammt, Mann! Ich hab sie getötet! Auf! Ich hab sie getötet! Stopp! Fuck. Scheiße. Der Untertitel ist nicht passend zur... Videomaterial. Was ist mit dir passiert? Oh, was ist? Na los.
Also unsere Frau. Ich dachte, das wäre unsere Schwester gewesen. Warten Sie, wir brauchen Hilfe. Sie ist verletzt. Was ist mit ihr? Also sie hat nicht, was immer da draußen abgeht, sie hat eine Stichwunde. Ich kann sie nicht mitnehmen. Okay, hören Sie, O'Brien, wenn wir sie nicht sofort in ein Krankenhaus bringen, dann wird sie sterben. Es gibt keine Krankenhäuser mehr. Ach, komm schon, es gibt keine mehr. Ihr habt Ärzte, Sanitätszelte, eine Lazaretteinheit. Ich bin nur ein Doktorand, okay? Ich wurde einfach eingeteilt. Ich sollte nicht mal hier draußen O'Brien. Sein. O'Brien! Okay, scheiße. Ich habe nur für zwei Leute Platz, okay? Zwei! Was soll das heißen, nur wir für zwei? Wir sind zu schwer, okay? Ich kann nur zwei von euch mitnehmen. Zwei! Okay, na los, helfen Sie, na los! Na komm, Sisse. Ist okay. Alles wird wieder gut. Ich hab sie. Hey, ich bin sofort zurück. Okay, Boozer, los jetzt. Wir müssen Wir müssen zu diesem Heli. Ich hab's gehört. Es ist nur Platz für zwei in dem Heli. Geh. Geh mit dir. Ich komm schon klar. Ich hab schon Schlimmeres überstanden. Ja, haben wir. Wo fliegt ihr hin? Was? Wohin? Wohin? Flüchtlingscamp, nördlich vom Three Finger Jack. Nein. Usa wird es niemals ohne mich schaffen. Kommst du? Nein. Deine Ruhe, okay? Ich komme wieder her und ich weiß, du würdest das nicht wollen, aber Boozer hat wohl recht. Ich kann nicht anders. Wie gesagt, ich komme wieder. Was hast du getan, Hot Springs? Alles klar, ich erinnere mich wunderbar. Ja! Ich wollte jetzt in der Szene einfach nichts reinsetzen oder reinquatschen. Boozer! Noch ein Nero-Hubschrauber! Ich frag mich, was die hier wollen. Wo? Ach, hier. Ja, keine Ahnung. Der wird hier wahrscheinlich rumliegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er den meint. Aber hier kann ich dann wenigstens ein bisschen zurück. Ich will jetzt nochmal zurück zum Bike und wenn es geht, ein bisschen Kerosin mitnehmen. Die Frage ist jetzt nur... Liegt das Zeug noch hier rum? Ja, komm. Nehmen wir mit. So. Was müssen wir denn als nächstes machen? Hierhin. Auf der Suche nach etwas. Verfolge den schwarzen Nero-Helikopter. Hier gibt es Benzin. Okay. Das werden wir auch gleich machen, aber vorher will ich nochmal auf Toilette. Ah, gutes Timing. Ja, der Tank war relativ leer. Gut. Okay. Da frage ich jetzt mal nicht. Kann ich da nicht schnell hinreisen? Da. Ja, Leute. Beim nächsten Mal geht's weiter. Macht's gut. Tschüss.